Beim Aufgabenfeld der Prozessüberwachung im Rahmen des Prozesscontrollings gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse. Von manueller Erbsenzählerei bis zu völlig ungerechtfertigten Vorwürfen, Mitarbeiter wären es irgendwie zu langsam, zu faul oder zu schlampig. Prozessüberwachung kann Ihr Unternehmen wirklich voranbringen, weil Sie auf Daten auf einmal ansetzen können und eben nicht nur ein Bauchgefühl haben. Aber es kann auch Ihre Mitarbeiter wirksam schützen, vom Chef, aber auch wie vor sich selbst. Und deshalb ist es an der Zeit, mit falschen Vorstellungen aufzuräumen. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Im letzten Video ging es um die Prozessbewertung, also ob die Prozesse die Geschäftsstrategie unterstützen oder ob es strategische und taktische Lücken gibt. Außerdem wurden grundlegende Prozessziele festgelegt und die sind immer die Grundlage dafür, dass man eben sinnvoll eine Prozessüberwachung überhaupt durchführen kann. Und auf diesem Fundament baut jetzt die Prozessüberwachung auf, um die es in diesem Video geht. Zum besseren Verständnis des Dreiklangs Ziel, Kennzahl und Prozess stelle ich Ihnen das folgende Wirkungsdreieck vor. Ein Ziel wird realisiert durch einen Prozess. Ein Prozess beeinflusst eine Kennzahl. Und eine Kennzahl macht den Zielerreichungsgrad transparent. Und damit schließt sich wieder dieser Kreis eben aus diesen drei Komponenten. Und diese drei Faktoren gehören unmittelbar zusammen und bilden damit ein Wirkungsdreieck. Die Prozesskennzahlen sind aus dem Prozessziel heraus abzuleiten und stellen Informationen zu Effektivität, Effizienz und als Steuerungsgrößen für den Verantwortlichen bereit. Wenn Sie mehr über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Prozessverantwortlichen erfahren wollen, habe ich hier noch ein tolles Video drin über die Rollen im Prozessmanagement. Gucken Sie mal mit rein, da haben wir das nochmal entsprechend ausführlich erläutert. Eine Kennzahl misst also jetzt den Zielerreichungsgrad. Aber was bedeutet eigentlich messen? Und jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt Erbsenzählerei und den vielen Missverständnissen. Messen bedeutet eben nicht abzählen, sondern messen bedeutet wirklich, seine Unsicherheit über einen Sachverhalt so weit zu reduzieren, dass man damit eine gute Entscheidung treffen kann. Also wenn Ihr Tachometer bei Ihrem Auto 45 km/h anzeigt, können Sie relativ sicher sein, innerorts bei erlaubten 50 Stundenkilometern nicht geblitzt zu werden. Und es ist relativ egal, ob Sie in Wirklichkeit jetzt 46 oder 44 km/h fahren und der Tacho eine gewisse Messunsicherheit hat. Die angezeigten 45 km/h reichen also wirklich aus, dass Sie die Entscheidung treffen können, Sie können so weiterfahren und Sie müssen nicht bremsen oder beschleunigen. Also Sie konnten aufgrund dieser Kennzahl, dieser Anzeige eine Entscheidung über Ihr Fahrverhalten treffen. Ein anderes Beispiel, warum Messen eben nicht abzählen bedeutet, ist, Biologen wollen zum Beispiel feststellen, ob die Fischpopulation in einem Bergsee gesund und stabil ist oder vielleicht unbemerkt abnimmt oder in eine Richtung läuft, die man nicht haben möchte. Und wie zählt man jetzt Fische in einem Bergsee? Natürlich könnte man den ganzen See jetzt leer pumpen und die Fische abzählen, aber das ist natürlich absolut nicht sinnvoll. Stattdessen fängt man eben ein paar Fische, dann werden die markiert und dann lässt man die wieder schwimmen. Und nach einiger Zeit fängt man eben wieder Fische und aus dem Verhältnis von markierten zu nicht markierten Fischen kann man relativ gut die Gesamtpopulation berechnen. Und zwar so gut, um zu beurteilen, dass die Fischpopulation jetzt wirklich gesund ist und stabil oder eben halt auch nicht. Und in diesem Fall war Messen eben nicht abzählen, sondern ein Verfahren, um die Unsicherheit über diesen Sachverhalt, also passt es mit den Fischen in diesem Bergsee ja oder nein, diese Unsicherheit so weit zu reduzieren, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Überträgt man jetzt dieses Prinzip auf das Thema Prozesse und Prozessmanagement, dann kann man zum Beispiel die Durchlaufzeit eines Abrechnungsprozesses natürlich dadurch feststellen, indem jeder Mitarbeiter die Startzeit und die Endezeit schriftlich auf einem Blatt Papier festhält. Jedes Mal, wenn Abrechnung geschrieben wird, muss er draufschreiben, hat er angefangen, wann war er fertig. Freunde machen Sie sich damit aber natürlich keine. Sie können aber auch ermitteln, wie viele Rechnungen zum Beispiel letztes Jahr insgesamt geschrieben worden sind. Also zum Beispiel gehen Sie einfach in Ihr Warenwirtschaftsprogramm und dann sehen Sie, das waren eben zum Beispiel 1000 Rechnungen wurden an Kunden geschrieben. Macht also pro Kalendertag 1000 durch 365 2,74 Rechnungen. Und jetzt gehen Sie einfach an ein paar beliebigen Zeitpunkten durch die Reihen in Ihrem Büro und zählen, wie viele Abrechnungen noch offen sind. Was sich da auf den Schreibtischen rumliegt, vielleicht ist es auch eben nicht abgerechnete Projekte in dem ERP, dann können Sie es elektronisch machen. Und dann, sagen wir mal, haben Sie vielleicht 5 solche Stichproben mal gemacht und es waren jeweils im Mittel ungefähr 18 Rechnungen offen.
Wenn Sie jetzt die 18 offenen Rechnungen durch den Durchsatz pro Tag, also in meinem Beispiel ist diese 2,74 Rechnungen teilen, dann bekommen Sie eine Durchlaufzeit von 6,67 Tagen. Und das mag es im Einzelfall vielleicht mal ein bisschen länger sein oder ein bisschen weniger, aber im Mittel stimmt die Durchlaufzeit. Und diese berechnete Kennzahl zur Durchlaufzeit ist genau genug, damit Sie entscheiden können, ob Ihnen das zu schnell, zu langsam oder eben genau richtig ist. Also man muss es eben nicht abzählen, sondern man kann also mit bestimmten cleveren Verfahren wirklich ganz, ganz viele Daten, Prozessdaten wirklich eben erheben. Und die Ermittlung der Durchlaufzeit aus diesem Durchsatz und der Work in Progress nennt sich übrigens Little's Law, also wer es nochmal nachschauen möchte, das Gesetz von Little. Was ich Ihnen auf jeden Fall nochmal mitgeben möchte, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, vermeiden Sie bitte beim Thema Messen der Prozessleistung ein stupides Abzählen. Es gibt meistens in der EDV schon irgendwelche Zeitstempel oder irgendetwas Ähnliches, mit dem sich ziemlich gut arbeiten lässt. Ich habe auch mal so ein Video gemacht, wo man sehen kann, wie wir unseren Redaktionsprozess für die Videos mit AWORK entsprechend aufbereitet haben. Auch das ist so ein Beispiel, eben, wie wir uns die Prozessleistung angeguckt haben, um zu sehen, an bestimmten Punkten gibt es einfach Schwierigkeiten, die Software war halt blöd. Man muss es nur clever zu wissen müssen. Und wenn Sie sich Ihren Betrieb jetzt wirklich Hilfe beim Thema Prozesscontrolling wünschen, dann nehmen Sie mit uns gerne Kontakt auf. Das ist quasi unser Kerngeschäft. Links dazu, unserem Kontaktformular, finden Sie auch in der Videobeschreibung. Wenn Sie Kennzahlenwerte für Kennzahlen-Dashboards oder später auch für eine Prozessoptimierung verwenden wollen, dann sollten Sie vielleicht noch darauf achten, welche Werte diese Kennzahlen annehmen können. Warum ist das so? Weil sich bestimmte statistische Verfahren nur bei bestimmten Wertarten anwenden können. Das hat eine ganz besondere Bedeutung beim Lean Six Sigma, wo man sehr viel mit Zahlen und statistischen Verfahren arbeitet. Aber unterschieden wird zum Beispiel zwischen binominalen, diskreten und stetigen Werten. Was bedeutet jetzt das schon wieder? Bei binominalen Werten gibt es nur zwei Ergebnismöglichkeiten. Also ja oder nein, richtig oder falsch, Erfolg oder Misserfolg, ist abgerechnet oder offen, das Angebot wurde in Auftrag oder eben nicht. Also immer nur diese Entweder-Oder-Ergebnisse. Aber der Informationsgehalt von diesen Entweder-Oder-Ereignissen ist relativ gering. Das macht eine Prozessverbesserung mit statistischen Verfahren ein bisschen komplizierter. Geht auch, aber letztendlich gibt es da viel, viel bessere und einfachere Wege. Diskrete Werte hingegen sind ganzzahlige Werte, also 1, 2, 3, 4, 5 Dinge, die man ganz abzählen kann und so weiter. Während stetige Werte, und das ist die dritte Art eben, jede Art von Wert annehmen kann und die Auflösung in der Regel nur vom verwendeten Messsystem abhängt. Zum Beispiel 22,3 Grad oder eben 22,3754 Grad, wenn Sie eben ein leistungsfähiges Temperaturmessgerät haben. Mit diskreten oder stetigen Werten kann man viel, viel besser arbeiten. Also versuchen Sie, möglichst binominale Werte zumindest in diskrete Werte zu übersetzen. Und dass das nicht so ganz theoretisch nur ist, wieder ein Beispiel dafür. Bei einem Prozess zum Beispiel kommt es auf Termintreue an. Also ein Beispiel könnte der Redaktionsschluss in einer Zeitung sein, wo bestimmt um 12 Uhr zum Beispiel bestimmte Berichte abgegeben werden müssen, damit es eben noch in die neue Auflage reinkommt. Oder ein vereinbarter Termin bei dem Handwerksbetrieb, beim Kunden draußen. Das ist auch so ein bestimmtes Beispiel. Eine binominale Prozesskennzahl wäre jetzt, wir waren pünktlich oder wir waren unpünktlich. Wir haben den Termin gerissen oder wir waren eben genau richtig. Und wenn Sie jetzt eine Auswertung haben mit 37% der Kundentermine des Handwerksbetriebes waren unpünktlich, so als Beispiel, dann denkt natürlich jetzt jeder an unpünktlich im Sinne von zu spät. Der Handwerker war zu spät beim Kunden und deswegen unpünktlich. Es gibt aber auch die andere Variante, nämlich, dass er vielleicht zu früh da war. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Termin mit Ihrem Handwerker war jetzt um 10 Uhr am Vormittag ausgemacht. Und jetzt steht er mit seinem Trupp früh um 6 auf der Matte und klingelt sie aus dem Bett. Coole Sache, oder? Da kommt richtig Begeisterung auf beim Kunden. Wenn Sie jetzt als Kennzahl nicht pünktlich oder unpünktlich nehmen, also keine binominalen Werte, sondern eben die Abweichung in Minuten zum festgelegten Termin wählen, dann bekommen Sie doch eine ganz andere Informationslage. Und so könnte in meinem Handwerkerbeispiel früh um 6, also minus 240 Minuten Abweichung zum Zieltermin um 10, genauso katastrophal sein wie eben mit plus 600 Minuten, also abends um 8. Mit diskreten oder stetigen Werten können Sie also mit solchen Verteilungskurven eine viel, viel bessere Prozessinformation erhalten als binominale. Deswegen war dieser Exkurs, welche Arten von Werten können eigentlich Ihre Kennzahlen wirklich erreichen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und vor allem von allen, die irgendwas fertigen, also wo es um Fertigungsprozesse geht in der Werkstatt, und weiter, ist das ein ganz, ganz zentrales Thema. Eingangs hatte ich auch darauf hingewiesen, dass es bei der Prozessüberwachung große Unsicherheit bei den Mitarbeitern besteht, weil sie immer Angst haben, dass unter dem Deckmantel des Prozesscontrollings der Mitarbeiter selbst überwacht werden soll.
Und dieses Gefühl ist also umso ausgeprägter, je mehr es um Kennzahlen mit Zeitbezug geht. Also weniger als um Daten wie Längen, Breiten oder Gewichtsmaße, sondern wo es immer irgendwie um Zeit geht. Und ganz ehrlich, es ist ja auch von dem einen oder anderen Chef mal wirklich missbraucht worden, um zu sagen, der hat sich langsam auf irgendeinen Knopf gedrückt. Nein, der Mitarbeiter drückt normalerweise nicht so langsam auf irgendwelchen Knopf, sondern in der Regel ist eine Prozessleistung deswegen schlecht, weil einfach dieser ganze Prozess scheiße organisiert ist. Um es mal auf den Punkt zu bringen, es liegt in den wenigsten Fällen an den Mitarbeitern. Ich kenne kein Unternehmen, wo irgendein Mitarbeiter zu langsam auf irgendeinen Knopf gedrückt hat und damit der Prozess mies war. Das waren immer andere Themen. Aber dass die Bohrungen zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Fertigungsprozess haben, wo eben ein Blech zum Beispiel Bohrungen vorgenommen werden, auf den exakten Durchmesser gemessen werden, damit ein Produkt die erforderliche Qualität erreicht, das ist eigentlich jedem Maschinenführer und jedem Mitarbeiter an der Linie klar. Das muss man schauen, eben, weil sonst passt halt das Produkt einfach nicht. Aber wenn es dann um Themen wie Ausbringungsmenge geht, also die Stück pro Zeiteinheit, also pro Schicht, pro Werktag, pro Monat, dann kommt halt schnell ein mulmiges Gefühl auf. Und gerade auch in Büroprozessen, wo man eben mit diesen Kennzahlen nicht so sehr viel vertraut ist, wie eben in Fertigungsprozessen an der Linie eben oder in der Werkstatt, da ist noch viel, viel mehr. Also wie viele Rechnungen pro Tag sind denn geschrieben worden? Solche Fragen stellen eigentlich die wenigsten Chefs und dann ist das eine komische Sache. Und hier kann man wirklich nur mit der vollen Transparenz arbeiten und sofern das wirklich vorhanden ist, eben auch den Betriebsrat ab der allerersten Idee der Leistungsmessung wirklich mit einbeziehen. Gehen Sie damit wirklich offen um und machen Sie ganz klar, dass es darum geht, nicht um die individuelle Leistungskontrolle der Mitarbeiter, sondern es geht um die Prozessüberwachung. Es geht darum, gemeinsam die Schwachstellen eines Prozesses, also einer Arbeitsorganisation zu finden und zu eliminieren. Und wenn Sie als Kunde bei einem Online-Händler etwas bestellen, das dauert Tage bis Wochen, bis die Ware überhaupt in den Versand gelangt, dann werden Sie ja nicht sonderlich begeistert sein. Und das nächste Mal bestellen Sie garantiert bei einem anderen Anbieter. Und genauso ist auch beim Thema Zeit eben, vor allem die Durchlaufzeit in den Betrieben, bei Ihren Prozessen. Wenn die Durchlaufzeit zu lange dauert, ist der Kunde früher oder später weg, sondern es wird einfach erwartet, dass in einer bestimmten Zeit die Dinge auch gemacht werden. Wenn das Monate dauert, bis der Handwerker endlich mal sein Angebot beim Kunden draußen hat, wird er diesen Auftrag vermutlich nicht mehr bekommen. Auch die Bearbeitungszeiten sind ein ganz, ganz kritisches Thema. Viele sehen eben darin die Erhebung einer Leistungsmessung des Mitarbeiters, aber das ist eben nicht richtig. Denn die Bearbeitungszeit in einem Prozess, wenn die nicht zu den Taktzeiten des Prozesses passen, beziehungsweise zu den vor- und nachgelagerten Bearbeitungsschritten, dann schaukelt sich das gesamte System relativ schnell auf. Dann gibt es dann riesige Bestände, vor allen Maschinen stapeln sich dann eben die Waren oder der Halbfertiggüter halt, während andere quasi überhaupt nicht mehr hinten nachkommen. Das Gleiche gibt es auch im Büro. Da sind dann eben auf einmal 500 unbearbeitete E-Mails in irgendwelchen Postfächern. Man sieht sie vielleicht nicht so sehr, aber die sind genauso da und stressen genauso die Mitarbeiter. Und dann haben Sie eben Mitarbeiter, die völlig überlastet sind, während andere einen vergleichsweise entspannten Arbeitstag haben, weil einfach die Bearbeitungszeiten für die Vorgänge absolut nicht zusammenpassen. Und das kriegen Sie nie mit, weil Sie es nie gemessen haben. Und das ist der wesentliche Punkt. Hier müssen Sie wirklich Ihre Mitarbeiter vor Überlastung schützen. Und daher entspricht auch die Erhebung von Bearbeitungszeiten für bestimmte Prozessschritte in ganz, ganz vielen Fällen eben Ihrer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Denken Sie da mal dran. Und ich glaube wirklich, eine offene Kommunikation darüber vor Einführung der Kennzahlen zur Prozessüberwachung mit allen Beteiligten öffnet bei vielen neue Sichtweisen. Wir haben das ein paar Mal gemacht in Unternehmen, da gab es wirklich eine kritische Belegschaft, wo wir angefangen haben, die Dinge zu messen. Und nachdem wir das offene Gespräch hatten und auch die Mitarbeiter mit einbezogen haben, diese Kennzahlen zu gestalten, wo macht es denn Sinn, Messpunkte eben aufzusetzen, auf einmal war das ein ganz, ganz anderes Arbeiten und danach konnten wir auch die Dinge wirklich verbessern, dass wir eben keine Überstunden mehr hatten, dass wir nicht mehr mit raushängender Zunge die Dinge noch irgendwie hinbiegen mussten. Und im nächsten Video zum Thema Prozesscontrolling gehe ich dann darauf ein, wie sich Kennzahlen und Informationen so aufbereiten lassen, dass sie eben auch nutzbringend sind und von allen Beteiligten verstanden werden. Eben auch von den Mitarbeitern. Die müssen genauso Transparenz über die Prozesskennzahlen mit haben. Kommunikation wird ein zentrales Thema sein, so viel sei schon verraten. Haben Sie eigentlich schon unseren Kanal abonniert? Also wenn nicht, dann machen Sie das doch gleich, holen Sie es gleich nach, damit Sie keins von diesen Videos verpassen. Wäre ja wirklich schade drum, ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.